82 Jahre nach ihrer Aussonderung aus der Museumssammlung kehrten zwei Werke Max Liebermanns als Dauerleihgaben wieder an das Kunstmuseum Moritzburg Halle-Saale zurück. Am 14. Mai 1938 war der Antrag auf Aussonderung befürwortet worden, da die abzugebenden beiden Bilder von Liebermann sind für uns als Ausstellungsstücke nicht mehr verwendbar, da Liebermann Jude ist. Im Gegenzug kaufte das Museum das Bild Getreideernte von Eduard Schleich. War Max Liebermann in der Weimarer Republik ein in der Kunstwelt gewürdigter und hochgeschätzter Bürger und Künstler, änderte sich dies mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933. Noch 1932 war er zum Ehrenpräsidenten der Preußischen Akademie der Künste ernannt worden. Durch Zufall stieß im Dezember 2019 eine Museumsmitarbeiterin bei einer Internetrecherche auf den Verkauf des kleinformatigen Liebermann-Gemäldes »Alte Frau an der Holztür«. Weitere Recherchen ergaben, dass bereits 2011 das Liebermann-Gemälde »Venezianische Gasse nach links« 1878 verkauft wurde. Gespräche mit den Eigentümern führten dazu, dass beide Gemälde als Leihgabe in das Kunstmuseum Moritzburg Halle-Saale zurückkehren. Bis zur Eröffnung der großen Sonderausstellung Bauhaus Meister Moderne, das Comeback 2019-2020, galten 13 der 14 zwischen 1938 und 1943 veräußerten Liebermann-Werke als unbekannt in ihrem Verbleib. Schon in Vorbereitung der Ausstellung konnten 2019 zwei Werke in Privatbesitz recherchiert werden. Das Pastell »Strand mit Fahnen« konnte zudem als Dauerleihgabe für das Museum gesichert werden. Seit dem 2. September 2020 sind nunmehr fünf Werke Liebermanns dauerhaft im Museum wieder vereint.